Nach den sehr akademischen Filmen zur Funktionsweise und Eigenschaften von Halbleiterbauteilen geht es in diesem Video um eine erste praktische Anwendung dieses Wissens. Mithilfe von Bipolartransistoren sollen Verstärkerschaltkreise gebaut und untersucht werden. Die hier zu sehende Kurve wurde im Video zu den Eigenschaften von Bipolartransistoren aufgezeichnet. Wie zu sehen, fällt der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke von etwa 20 Megaohm auf unter einem Kiloohm, während die Basisspannung von 0,6 auf 0,7 Volt steigt. Zur Aufnahme der Kurve wurde die Basisspannung mit Hilfe von Potentiometern variiert und der Spannungsabfall an Basis- bzw. Lastwiderstand gemessen. Der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke wurde indirekt über den Spannungsabfall am Lastwiderstand ermittelt. Hier seht ihr eine vereinfachte Version dieses Schaltkreises. Als Spannungsquelle fungiert erneut ein Akku mit einer Nennspannung von 12 Volt. Zur Erinnerung, im Bereich zwischen 0 und etwa 0,5 Volt Basisspannung ist fast keine Änderung des Spannungsabfalls am Lastwiderstand zu messen. Interessant ist der Bereich zwischen 0,6 und 0,7 Volt, in dem die Spannung am Lastwiderstand von 0,19 Volt auf 11,82 Volt, also fast die gesamte Akkuspannung, steigt. Transistor und Lastwiderstand bilden einen Spannungsteiler, entsprechend fällt die Spannung zwischen Emitter und Kollektor von 12,29 auf 1,18 Volt. Eine Änderung von nur 0,1 Volt an der Basis bewirkt eine Spannungsänderung am Lastwiderstand von mehr als 11 Volt. Mithilfe dieser Eigenschaft können Signale verstärkt werden. Was noch fehlt, ist eine Signalquelle. Ich verwende dazu einen Lautsprecher. Normalerweise werden diese als Ausgabegeräte verwendet. Ein sich ändernder Strom fließt durch die Windungen einer Spule, die sich im Magnetfeld eines Permanentmagneten befindet. Die Interaktion der Magnetfelder von Spule und Permanentmagnet verursacht eine Kraftwirkung auf eine Membran. Wird umgekehrt die Membran bewegt, wird, wie hier zu sehen, eine Spannung in den Windungen der Spule induziert. Die Absicht ist es nun, das Signal unserer Quelle zu verstärken. Genau gesagt, dessen Wechselspannungsanteil. Um das zu erreichen, drehen wir das Potentiometer, bis eine Basisspannung von etwa 0,6 Volt erreicht ist. Das ist der Arbeitspunkt oder auch die Vorspannung unseres Verstärkerschaltkreises. Am Arbeitspunkt ist der Spannungsabfall am Transistor gleich dem am Lastwiderstand. Ferner entspricht der Widerstand der Emitter-Kollektor-Strecke dem des Lastwiderstands. Steigt die Basisspannung leicht auf Werte oberhalb des Arbeitspunktes, steigt der Spannungsabfall am Lastwiderstand deutlich wegen des fallenden Emitter-Kollektor-Widerstands. Andererseits sinkt der Spannungsabfall am Lastwiderstand deutlich, sobald die Basisspannung leicht abfällt, wegen des nun steigenden Emitter-Kollektor-Widerstands. Das wechselnde Eingangssignal muss nun zu der konstanten Basisspannung am justierten Arbeitspunkt aufaddiert bzw. subtrahiert werden. Es gibt zwei Wege, das zu erreichen. Wir können den Stromkreis zwischen Potentiometer und Basis öffnen und den Lautsprecher in Serie zum Potentiometer schalten. Ein Nachteil dieser Vorgehensweise liegt im ohmschen Widerstand der Signalquelle, der zu dem des Potentiometers aufaddiert wird. Wird die Signalquelle durch eine andere mit einem abweichenden ohmschen Widerstand ausgetauscht, muss der Arbeitspunkt neu eingestellt werden. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dass ein konstanter Strom durch die Windungen des Lautsprechers fließt, auch wenn die Membran nicht bewegt wird. Untersuchen wir den zweiten Weg. Ein Kondensator wird an der Basis des Transistors angeschlossen. Die Signalquelle wird nun zwischen dem zweiten Anschluss des Kondensators und Masse geschaltet. Jetzt wird der Kondensator geladen, sobald der Schaltkreis an eine Spannungsquelle angeschlossen wird. Wird die Membran des Lautsprechers nicht bewegt, entspricht der Spannungsabfall am Kondensator exakt dem an der Basis und somit dem Arbeitspunkt. Beim Antippen der Membran addiert sich die durch die Spule induzierte Spannung zu der des Kondensators. Der Arbeitspunkt muss nicht rejustiert werden, wenn die Signalquelle gegen eine mit einem abweichenden ohmschen Widerstand ausgetauscht wird.
Welche Kapazität sollte der verwendete Kondensator haben? Das erste verwendete Bauteil besitzt eine Kapazität von 4,7 Mikrofarad. Messen wir den Spannungsverlauf an den Eingangsklemmen unseres Verstärkers und vergleichen diesen mit der originalen Kurve. Auffällig sind die fehlenden nadelförmigen Spitzen im Vergleich zur ersten Aufnahme. Das wird durch die Kapazität des Eingangskreises verursacht. Erinnert euch an den zur Signalquelle in Serie geschalteten Kondensator. Die elektrische Leistung des Eingangssignals ist klein, daher versuchen wir ja, dieses zu verstärken. Und ein Teil der Leistung wird benötigt, um den Kondensator zu laden, weshalb die sich schnell ändernden Spitzen des Eingangssignals abgeschwächt werden. Je größer die Kapazität des verwendeten Kondensators, umso größer ist dieser unerwünschte Effekt. Ein zu kleiner Kondensator, hier werden 0,33 Mikrofarad verwendet, führt dazu, dass der Schaltkreis das Eingangssignal nicht oder nur noch schwach verstärken kann. Um die Basisspannung erhöhen zu können, muss ein höherer Strom durch diese fließen. Das Produkt aus Spannung und Strom ist die elektrische Leistung eines Schaltkreises. Es wird also elektrische Leistung benötigt, um den Verstärkerschaltkreis antreiben zu können, und diese Leistung wird aus dem Kondensator bezogen. Je kleiner ein Kondensator, umso höher ist dessen Wechselstromwiderstand, der auch als Impedanz bezeichnet wird, und umso geringer ist die zum Verstärker übertragene Leistung. Der Stromverstärkungsfaktor von Leistungstransistoren beträgt etwa 10. Wird eine hohe Ausgangsleistung benötigt, muss das Eingangssignal einen Strom bereitstellen können, der etwa einem Zehntel des Ausgangsstromes entspricht. Ist die Signalquelle nicht in der Lage, einen derart hohen Strom zu liefern, so kann das Eingangssignal durch einen Kleinsignaltransistor vorverstärkt werden und das Ausgangssignal des Vorverstärkers dient als Eingangssignal des zweiten Verstärkers mit dem Leistungstransistor. Anstelle zweier vollständiger Verstärkerschaltkreise können auch zwei Bipolartransistoren derart miteinander verbunden werden, dass der Strom des ersten Transistors durch den zweiten weiter verstärkt wird. Einen derartigen Verbund zweier Bipolartransistoren nennt man Darlington-Transistor oder Darlington-Schaltung. Die Basisspannung am Arbeitspunkt ist etwa zweimal so hoch wie die eines normalen Transistors, da sich zwei Übergänge zwischen Basis und Emitter eines Darlington-Transistors befinden. Schließen wir einen zweiten Lautsprecher an den Ausgang unseres Verstärkers an und beobachten dessen Verhalten. Tippen wir den Lautsprecher am Eingang an, so hören wir kein Geräusch aus dem zweiten Lautsprecher. Beim Blick auf die Spannung am Ausgang fällt auf, dass der Arbeitspunkt nicht mehr stimmt. Wieso eigentlich? Nun, mit dem Lautsprecher wurde ein zweiter Widerstand parallel zum Transistor geschaltet. Der Lautsprecher besitzt einen sehr niedrigen ohmschen Widerstand von nur etwa 8 Ohm. Sobald der Lautsprecher mit 8 Ohm Widerstand parallel zu dem Transistor mit ca. 180 Ohm angeklemmt wird, verringert sich der Gesamtwiderstand der beiden Bauteile auf nur noch 7,7 Ohm. Der Arbeitspunkt kann nicht rejustiert werden, wenn der Lautsprecher parallel zum Transistor geschaltet ist. Wird der Lautsprecher parallel zum Lastwiderstand geschaltet, an dem ebenfalls ein verstärktes Ausgangssignal anliegt, kann der Arbeitspunkt durchaus neu eingestellt werden. Aber Achtung! Am Arbeitspunkt mit dem Lautsprecher parallel zum Lastwiderstand steigt der Stromfluss durch hauptsächlich den Lautsprecher auf 779 mA. Die vom Lautsprecher umzusetzende elektrische Leistung auch ohne Anliegen des Eingangssignals beträgt damit 4,7 Watt. Das könnte den Lautsprecher am Ausgangskreis zerstören. Eine einfache Lösung des Problems besteht darin, einen Kondensator in Serie zum Ausgangskreis zu schalten. Jetzt wird der Gleichstromanteil durch den Ausgangskreis abgeblockt. Sobald der Spannungsabfall am Lastwiderstand oder am Transistor, hervorgerufen durch eine sich ändernde Eingangsspannung, variiert, fließt ein Strom durch den Lautsprecher am Ausgang. Die Ausgangsleistung ist nach wie vor sehr gering, weswegen nur ein leises Geräusch zu hören ist. Ich verwende Salzkörner, um die Bewegung der Membran sichtbar zu machen.
bedenkt den geringen maximalen Gleichstrom durch den Lastwiderstand von nur 66 mA. Die entsprechende Leistung ist 800 mW. Ersetzen wir den Lastwiderstand durch ein Bauteil mit einem niedrigeren Widerstandswert, steigt die Ausgangsleistung. Mit einem 100 Ohm Widerstand erhalten wir 1,44 Watt. Dennoch spricht der Lautsprecher noch nicht sonderlich laut. Bedenkt jedoch, dass der Stromfluss durch den Lastwiderstand am Arbeitspunkt jetzt auf 60 mA steigt, was einem Leistungsabfall von etwa 400 mW entspricht, womit wir uns über der Leistungsgrenze des verwendeten Widerstands befinden. Verwendet man einen PNP-Transistor anstelle des NPN-Typs, so muss die Schaltung leicht abgeändert werden. Jetzt steigt der Emitter-Kollektor-Widerstand des Transistors und damit der Spannungsabfall bei steigender, positiver Eingangsspannung. Der Lastwiderstand ist zwischen Kollektor und Masse, also dem Minuspol, geschaltet. Ein Gegentaktverstärker besteht aus zwei Transistoren, einem NPN- und einem PNP-Transistor, die beide an das gleiche Eingangssignal angeschlossen sind. Die elektrischen Eigenschaften dieses Transistorpaares sind normalerweise identisch, abgesehen von der Polarität der angeschlossenen Spannungen. Derartige Transistorpaare bezeichnet man als komplementär oder als komplementäres Paar. Der Schaltkreis ist an zwei unabhängige Spannungsquellen angeschlossen, zum Beispiel zwei Batterien mit einer Nennspannung von jeweils 12 Volt. Der Pluspol der unteren Batterie ist an den Minuspol der oberen Batterie angeschlossen. Dieser Anschlusspunkt ist das Referenzpotenzial, also die Masse. Der obere NPN-Transistor wird leitfähig, wenn eine positive Spannung zwischen Masse und Eingangsklemme anliegt. Jetzt fließen Elektronen vom Masseanschluss über den Lautsprecher am Ausgang und den NPN-Transistor zum Pluspol der oberen Batterie. Der Minuspol befindet sich an der rechten Seite der Ausgangsklemmen. Die Elektronen werden von rechts nach links durch den Lautsprecher gedrückt. Wird eine negative Spannung zwischen Masse und Eingangsklemme gelegt, so wird der untere PNP-Transistor leitfähig, womit Elektronen vom Minuspol der unteren Batterie über den PNP-Transistor und den Lautsprecher am Ausgang zum Masseanschluss fließen. Jetzt befindet sich der Pluspol auf der rechten Seite der Ausgangsklemmen. Die Elektronen werden von links nach rechts durch den Lautsprecher gezogen. Das Drücken bzw. Ziehen der Elektronen durch den Lautsprecher am Ausgang hat im Englischen zu der Bezeichnung Push-Pull-Verstärker geführt. Eine vereinfachte Schaltung funktioniert auch mit nur einer Spannungsquelle. Das hier verwendete Transistorenpaar besitzt leicht unterschiedliche elektrische Eigenschaften, wodurch die beiden Halbwellen nicht gleichmäßig verstärkt werden. Wird ein Gegentaktverstärker ohne eine Vorspannung an den Basisanschlüssen betrieben, ergeben sich sogenannte Crossover-Verzerrungen am Ausgangssignal. Bedenkt, dass sich der Widerstand eines Bipolartransistors bei Basisspannungen im Bereich zwischen 0 und plus 0,6 Volt bei NPN-Typen bzw. 0 und minus 0,6 Volt bei PNP-Typen nur wenig ändert. Somit bewirkt eine Variation des Eingangssignals im Bereich zwischen minus 0,6 Volt und plus 0,6 Volt keine Änderung der Ausgangsspannung. Wird hingegen eine Vorspannung angelegt, so hat dieses einen weiteren Effekt zur Folge. Der Widerstand beider Transistoren sinkt, womit ein höherer Strom vom Plus- zum Minuspol durch die Emitter-Kollektorstrecken beider Transistoren fließt. Dieser Strom fließt auch ohne anliegendes Eingangssignal. Das Maß für die Fähigkeit eines Verstärkerschaltkreises, die Leistung oder Amplitude vom Eingang zum Ausgang zu verstärken, nennt man Verstärkungsfaktor, englisch Gain. Werfen wir einen genaueren Blick auf den Verstärkungsfaktor unserer Schaltung. Aus dem Oszillogramm der ersten Aufnahme lesen wir eine Spitzenspannung von 50 mV am Eingang und 1,6 Volt am Ausgang. Der sich daraus ergebende Verstärkungsfaktor ist 32. Aus dem Oszillogramm der zweiten Aufnahme lesen wir eine Spitzenspannung von 100 mV am Eingang und 2,1 Volt am Ausgang.
Der sich daraus ergebende Verstärkungsfaktor ist 21. Mit steigender Eingangsspannung sinkt der Verstärkungsfaktor deutlich. Diese nichtlineare Verstärkung wird von dem nichtlinearen, also nicht geradlinigen Zusammenhang zwischen Basisstrom und Spannung verursacht. Durch Hintereinanderschalten von drei der hier im Video besprochenen Schaltkreise erhalten wir einen Gesamtstromkreis mit sehr hohem Verstärkungsfaktor. Damit möchte ich euch zwei Effekte zeigen. Die Ausgangsspannung eines Verstärkerschaltkreises kann die Spannung der verwendeten Spannungsquelle nicht übersteigen. Wird ein Verstärker derart angesteuert, dass das Ausgangssignal diese Maximalspannung übersteigen müsste, so wird das Ausgangssignal an diesem Wert abgeschnitten, englisch clipped. Das Ergebnis ist, dass eine Sinuswelle in Richtung einer Rechteckspannung verformt wird. Der zweite Effekt ist akustische Rückkopplung. Genauer gesagt, positive akustische Rückkopplung. Das vom Lautsprecher am Ausgang erzeugte Geräusch wird vom Lautsprecher am Eingang empfangen und in einer Endlosschleife verstärkt. Idealerweise sollte ein Verstärker die Leistung eines Signals erhöhen, ohne dieses in anderer Weise zu verändern. Wie wir gesehen haben, wird das Eingangssignal immer in irgendeiner Weise von dem Verstärkerschaltkreis beeinflusst. Nur ein paar dieser Einflüsse sind in diesem Video erwähnt worden. Abhängig von der Qualität des verwendeten Schaltkreises können diese Einflüsse reduziert, jedoch nie ganz ausgeschlossen werden. Zufällige Veränderungen des Eingangssignals sind eine Eigenschaft aller elektronischen Schaltkreise. Diese zufälligen Variationen nennt man Rauschen. Reale Schaltkreise fügen dem Eingangssignal immer Verzerrungen und Rauschen hinzu. In diesem Sinne, viel Spaß bei euren eigenen Experimenten zu Verstärkerschaltkreisen.